A1.0. Nebenstehende Skizze zeigt das Viereck ABCD mit folgenden Maßen: AB sind 8,7, CD 5,2 cm. Winkel BAD und Winkel ADC sind 90 Grad und Winkel DCB sind 115 Grad. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. A1.1 berechnen Sie den Flächeninhalt A des Vierecks ABCD. Erstmal die wichtigen Informationen raussuchen. Man soll auf eine Stelle nach dem Komma runden und die wichtigen Angaben stehen hier. Dann heißt es, berechnen den Flächeninhalt. Ich gehe immer so vor, dass ich erstmal in die Skizze anzeichne, was bekannt ist. Wir haben die Strecke AB mit 8,7 cm, wir haben CD mit 5,2 cm. Die rechten Winkel sind schon markiert und der hier oben hat 115 Grad, der Winkel. So, Flächeninhalt berechnen. Schauen wir uns die Figur an. Das ist ein Trapez. Man sieht, diese beiden Seiten hier sind parallel zueinander, also können wir die Trapezformel benutzen. Wenn wir in der Formel sagen wir nachschlagen, dann finden wir A ist gleich 0,5 mal A plus B mal H. Und ganz wichtig, A und B, A plus C, nicht B, so. Und A und C sind immer die zueinander parallelen Seiten. Also die Strecke AB, die Strecke CD sind parallel zueinander, die würden hier eingesetzt werden. Dann hätten wir also 0,5 mal AB plus CD. Und H, das ist die Höhe, die steht immer senkrecht dazu, entspricht also genau der Strecke DA. Ja? Hier sind lauter rechten Winkel drin, also kann man das als Höhe hernehmen. Also wäre das im Prinzip unsere Flächenformel. AB und CD kennen wir schon, AD ist nicht bekannt, die müssen wir jetzt irgendwie ausrechnen. So, wie kommen wir jetzt drauf? Schauen wir uns die Figur nochmal an. In einem Viereck können wir eigentlich nichts machen. Das heißt, sinnvoll zerlegen. Finden wir irgendwo ein Dreieck, das uns weiterhelfen könnte. Und bei Trapezen gilt eigentlich immer, eine ganz, ganz beliebte Eigenschaft ist, dass wir hier rechts dieses Dreieck abtrennen. Dann kriegen wir hier nochmal einen rechten Winkel rein, ja, also rechtwinklig abtrennen. Dann ist nämlich das nichts anderes als die Strecke AD, also die Höhe, die Länge ist genau gleich. Und wir kriegen jetzt hier unser Dreieck rein. Was kennen wir jetzt davon? Wenn wir diesen Punkt hier unten mal F nennen, können wir die Strecke FB berechnen, nämlich AB sind 8,7, CD sind 5,2, dann ist diese Teilstrecke hier die Differenz davon. Zusätzlich können wir diesen Winkel hier berechnen, weil hier oben ist auch ein 90 Grad Winkel drin, der ganze ist 115 Grad, also lässt sich dieser kleine Winkel hier berechnen. Dann haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Wir kennen einen Winkel und eine Seite und damit lässt sich jetzt die Strecke CF, also die Höhe, berechnen. Im rechtwinkligen Dreieck gilt Sinus, Cosinus, Tangens oder Pythagoras. Pythagoras braucht man nicht, weil zwei Strecken sind bekannt und ich will ja die Höhe rausfinden. Dann schauen wir uns an. BC ist die Hypotenuse, mit der können wir nichts anfangen. Dann gegenüber des Winkels liegt immer die Gegenkathete, die ist bekannt. Und am Winkel an liegt die Ankathete. Die ist gesucht. Also suchen wir in der Formelsammlung, welche dieser Sätze funktioniert mit Gegenkathete und Ankathete. Und dann finden wir schon den Tangens. So, damit lässt sich die AD berechnen und damit haben wir danach auch alle Größen. Also hier unsere Flächenformel. Was wir jetzt brauchen, ist die Länge von AD. Ist das gleiche wie FC, habe ich hier in meine Skizze reingezeichnet, also den Punkt F problemlos. So, und jetzt brauchen wir noch Tangens vom Winkel, das ist der obere, FCB, ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete ist die Strecke FB oder BF geteilt durch FC. Dann als nächstes brauchen wir jetzt natürlich den Winkel. FCB ist gleich, wie ist der andere, DCB minus 90 Grad. Ja, das war der hier oben, 115 minus die 90. So, DCB hat eine Größe von 115 Grad, also 115 Grad minus 90 Grad sind 25 Grad. Können wir schon mal einsetzen. Was wir noch brauchen, ist die Strecke FB, die hier unten. FB war die Strecke AB
minus die Länge von CD, also 8,7 cm minus, und die andere war 5,2. Und 8,7 minus 5,2 sind 3,5 cm. So, und das können wir jetzt alles oben in den Tangens einsetzen. Aus AD ergibt sich also Tangens von, das brauchen wir gar nicht, von 25 Grad ist gleich FB, waren 3,5 cm, geteilt durch FC. Das ist ja die Strecke, die wir rausbekommen wollen. Ja, AD ist gleich groß wie FC, hier haben wir es ja stehen. So, das kann man jetzt gleich in den Solver einsetzen oder wir formen noch einmal um, so dass FC alleine auf einer Seite steht. Und das kriegen wir dadurch, indem wir mit FC multiplizieren oder Tangent 25 teilen, also im Prinzip FC und Tangent 25 tauschen. Dann folgt daraus, FC ist gleich 3,5 geteilt durch Tangent 25. Und das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Das sind dann 7,5 cm. So, und noch nicht ganz fertig. Das geben wir jetzt alles noch hier in unsere Flächenformel ein. Ja, also einmal die FC mit 7,5 cm und oben noch die AB und die CD ganz oben, also mit den 8,7 und 5,2. A ist gleich 0,5 mal die parallelen Seiten mal die Höhe. Schreiben wir dazu, ist gleich AD. So. Ja, und das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann sollte die Größe auch schon rauskommen, die auch als Zwischenergebnis angegeben ist.